So, das Ritter, willkommen, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video machen wir ein paar Besonderheiten zur Revidierung vom Warmlaufregler. Wir haben dieses Thema schon ausführlich behandelt vor ein paar Wochen. Den Videolink blende ich euch jetzt oben ein, dann könnt ihr euch das ausführliche Video auch nochmal anschauen. In diesem Video gehen wir auf die Besonderheiten ein beim Zusammensetzen vom Warmlaufregler. Und dann würde ich sagen, starten wir nach dem Intro. So, wir haben hier einen Warmlaufregler von einem 6-Zylinder M110 Motor mit der KA Jetronic. Und jetzt haben wir hier die Membran wieder eingesetzt und mit den 4 Schrauben wieder agitiert. Und wenn ihr jetzt diese Schraube hier festzieht, dann müsst ihr achten, dass dieser Drucksteller hier noch beweglich ist. Ja? Wenn ihr dies so festzieht, dass das Ganze sich hier nicht mehr bewegen kann, ja, dann funktioniert der ganze Warmlaufregler nicht korrekt. Da also drauf achte, da könnt ihr mit einem magnetischen Schraubendreher dann schauen, dass diese Hülse hier, die auf der Membran aufliegt, dass die sich noch bewegen kann und nicht hier irgendwie verkeilt oder verkantet hier dann festgeschraubt wird und richtig festgezogen wird, sodass die überhaupt keinen Zucker mehr macht. So, im ausführlichen Video haben wir es auch schon behandelt bzw. angesprochen. Der Warmlaufregler wird elektrisch erhitzt bis zum Erreichen der Betriebstemperatur oder unmittelbar davor. Über diese Heizung hier, über diesen Bimetallstreifen. Und man kann hier den Widerstand messen. Wir haben hier, ist auch aufgedrückt, 24 Ohm. Jetzt machen wir hier eine Widerstandsmessung und schauen, ob das hier bei uns der Fall ist. Wir haben genau 24,3 Ohm hier an unserer Heizspirale anliegen. Das passt auch. Haben wir geprüft. So, wenn der Drucksteller mit der Membran dann alles auf Position ist, der auch noch leicht beweglich ist, dann setze ich meine Bimetallstreife hier wieder ein mit dem Anschluss. Und jetzt schaue ich dabei, dass dieses Loch hier genau über diesen Drucksteller, über diese Platte hier drüber ist. Ich hoffe, das kann man gut erkennen, dass das richtig mittig ist und dass dieser Stift dann später auch hier einwandfrei sich bewegen kann. Und um das zu arretieren, mache ich jetzt erst wieder meinen Stecker hier fest mit meiner Klammer. So, mein Heizanschluss für die Bimetallfeder habe ich jetzt hier wieder festgemacht. Ziehe am besten mit der Zange den Anschluss hoch und dann macht er diese Sicherung hier drauf und dann auch schaue, dieser Anschluss hat ja eine Dichtung, dass das sauber und satt anliegt. Ja, man müsste ja nachher über diesen Unterdruckschlauch dann im Ganzen ein Vakuum erzeugen. Das zeige ich jetzt aber, wenn wir zusammengesetzt haben, nochmal genau. Und dazu muss das Ganze hier natürlich dicht sein, weil über dieses Loch hier wird ja im ganzen Warmlaufregler dann später ein Vakuum aufgebaut. So, das sieht jetzt hier schon gut aus. Ich bin direkt mittig und jetzt als allererstes nehme ich die Unterlagscheibe, halt, das war mein Kupferring zum Abdichten der Anschlüsse, hier meine Unterlagscheibe und dann den Federring und dann als nächstes meine Mutter setzt das hier oben an, dreht es etwas drauf und jetzt schaue ich, dass das Ganze mir hier hinten nicht verrutscht. Und wenn das dann schön auf Position ist, kann ich das Ganze mit der 10er Nuss dann festziehen. Schau immer wieder, dass es hier hinten passt. Drück das gegebenenfalls dann auch noch hin. Fixiert das vielleicht auch mit dem Finger ein bisschen so, dass das hier nicht weiter nach unten rutscht beim Festziehen.
So. Noch etwas. So, perfekt. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Das Loch ist jetzt genau mittig. Und jetzt mein etwas eingefetteter Stift muss jetzt genau in diesen Druckteller rein. Ja, so nicht. Und da müsst ihr die ganze Zeit darauf achten, dass das auch der Fall ist, dass er in dieser Aussparung drin ist, dieser Stift, weil sonst funktioniert das Ganze nicht vernünftig. So, mein Druckteller. Diesen Warmlauf, also dieses Gehäuseteil vom Warmlaufregler nicht mehr allzu stark zu bewegen, weil jetzt müssen die Federn drauf. Es gibt Warmlaufregler mit einer Feder. In unserem Fall haben wir hier zwei Federn. Und jetzt setze ich am besten gleich das Gehäuse an. Da gibt es nur eine Richtung, wie das Ganze funktioniert. Die Federn müssen natürlich hier in diese Aussparung hier rein. Einmal für den inneren und einmal für den äußeren. So. Jetzt habe ich alles schön auf Position. Dann gehe ich mit den Schrauben auch gleich hier durch, dass mir hier gar nichts mehr verrutscht oder irgendwie der Stift noch wieder aus dem Drucksteller rausgeht. Ja. Gleich mal eine Schraube fest. Am besten das Ganze dann über Kreuz. So, es kann mir hier zumindest nichts mehr innen drin irgendwie rausflutschen. Ich übe aber trotzdem auf das Gehäuse noch Druck auf, dass hier nichts mehr passiert. So, jetzt ist das Ganze schon mal fest. So, das Ganze haben wir arretiert, festgeschraubt. Hier achte natürlich, dass er die Muttern auf diese Seite macht von diesem Gehäuse, damit die dann auch hier festgehalten werden, dass ihr die Schrauben hier richtig anziehen könnt. So, als nächstes machen wir noch den Vakuumtest. Diese Heizung, der Widerstand, den haben wir ja schon geprüft. Und jetzt schauen wir, ob wir über diesen Anschluss von diesem Unterdruckschlauch im Warmlaufregler ein Vakuum aufbauen können. So, wir haben die Vakuumpumpe angeschlossen, ein passender Anschluss hier. Den Produktlink blende ich euch unten ein für diese Vakuumpumpe, die haben wir schon öfters benutzt. Kein schlechtes Werkzeug. So, und jetzt sehe ich hier, wenn ich pump, wird es ein bisschen gehalten, aber nicht lange. Es fällt sofort wieder ab. Das heißt, an meinem Gehäuse befindet sich noch eine undichte Stelle. Wir werden jetzt diese Schraube noch etwas fester anziehen. Dann schaue, ob das Ganze hier dann besser funktioniert und das Vakuum gehalten werden kann. Wir brauchen ein konstantes Vakuum hier in unserem Warmlaufregler. Ja, okay, die war jetzt nicht richtig hier angezogen. Schauen wir gleich mal, ob das Ganze jetzt schon ausgereicht hat. Ja, so kann man natürlich auch seine Finger ruinieren. Schließen die Vakuumpumpe an. Etwas besser, aber noch nicht perfekt. Schaue ich hier, dass mein Anschluss ja diese Klammer arretiert ist.
auch die Dichtung hier das Ganze von innen schön abdichtet. So, jetzt nochmal alle Schrauben vernünftig festgezogen. Hier diesen Stecker nochmal kontrolliert, den ein bisschen rausgezogen. Eine neue Dichtung ist drin, also müsste der auch komplett hier abschließen am Gehäuse. Und ich dürfte über diesen Stecker keinen Druckverlust hier haben im Inneren. Und jetzt schauen wir nochmal. Ja, und jetzt hält er den Druck konstant. Das sieht alles gut aus. Somit wäre die Überprüfung jetzt von diesem Warmlaufregler, die komplette Revidierung, abgeschlossen. So, ein Warmlaufregler, die Besonderheit, auf das sind wir jetzt noch eingegangen. Es gibt unterschiedliche Warmlaufregler. Es gibt Warmlaufregler mit einer Feder, mit zwei Feder. Es gibt für die 8-Zylinder, sehen die Warmlaufregler ein bisschen anders aus als für die 6-Zylinder. Da müsst ihr dann immer schauen, was für einen Warmlaufregler ihr am Start habt. Die Nummer vom Warmlaufregler findet ihr auf der Oberseite vom Gehäuse. Und da müsst ihr auch schauen, dass ihr euch die passenden Sätze dann bestellt zum Revidieren vom Warmlaufregler. Gerade bei den 6-Zylinder-Motoren ist der Warmlaufregler entscheidend. Das kann, wenn der nicht richtig funktioniert, sogar so weit gehen, dass das Fahrzeug euch im kalten Zustand überhaupt nicht mehr anspringt. Ihr müsst dann die Stauscheibe nach unten drücken, so lange, bis das Fahrzeug warm ist, und dann könnt ihr vielleicht so einigermaßen laufen. Ja, bei den 8-Zylinder spielt der Warmlaufregler eine untergeordnete Rolle, heißt aber nicht, dass man den vernachlässigen kann. Ja, aber bei den 6-Zylinder ist der Warmlaufregler ganz entscheidend. So, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Diesen Zusatz wollte ich unbedingt noch machen zum Warmlaufregler, damit ihr da beim Revidieren euch kein Fehler unterlauft. Und dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mich würde es wahnsinnig freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.